Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video ist es endlich soweit. Ich werde den Podiumüberfall starten. In den ganzen letzten Videos habe ich ja die ganzen Vorbereitungen für den Überfall gemacht. Und in diesem Video werden wir mal das Auto klauen. Also bleibt am besten wirklich bis zum Ende, wenn ihr rund um den Überfall alles wissen wollt. So, dann, ich klaue den Terefo T-Rex. Ist ein ganz cooler Sportwagen und ich würde sagen, ich starte jetzt auch direkt den Raubüberfall. So, und dann haben wir hier auch ein Auto, was wir ja bei den Vorbereitungen geklaut haben, womit wir als Tarnung, glaube ich, ins Casino reinkommen. So, dann sollen wir jetzt hier den Transporter zum Aussichtspunkt bringen. Von da aus kommen wir dann, glaube ich, irgendwie ins Casino rein. Also wir haben auch Gasmasken und eine Kletterausrüstung beschaffen müssen in den Vorbereitungsmissionen. Also gehe ich davon aus, dass wir die dann irgendwie auch benutzen werden müssen. Ja gut, man sollte natürlich auch fahren können. Aber beim Schnee und so ist das auch alles bisschen schwierig, finde ich. Zumindest bei manchen Fahrzeugen, die fahren da einfach nicht so gut. So, dann sind wir jetzt auch gleich da beim Casino. So, nee, wir sollen hier gar nicht zum Casino, sondern erstmal hier auf der anderen Seite vom Casino. Oh, jetzt wird er aggressiv, der Autofahrer. Ja, das ist jetzt echt passend, dass der uns jetzt hier natürlich noch angreift, obwohl er hier nichts damit zu tun hat. Aber wir sollen die Bombe zünden. Da müssen wir, glaube ich, übers Handy in die Kontakte gehen. Und da haben wir irgendwo, ja. Also, wir sollen in den Truck einsteigen. Sonst geht das Ganze wohl nicht. So, jetzt, wo wir die Bombe gezündet haben, sollen wir halt zum Casino und haben durch die Bombe halt für eine Ablenkung gesorgt. Wo er die Bombe versteckt und so, zu der Vorbereitungsaufgabe habe ich auch schon ein Video gemacht. Will ich hier mal verlinken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. So, dann können wir jetzt hoffentlich einfach ins Casino reingehen. So, wir sollen die Kletterausrüstung hinten nochmal einsammeln und jetzt das Casino hinten durch die Seitentür betreten. Bin ich mal gespannt, wo wir da im Casino klettern müssen. So, wir sollen jetzt hier erstmal der Wache einfach nur folgen. So,
Dann sollen wir ja irgendwie erstmal den Boden wischen. So, und jetzt sollen wir uns zum Aufzug schleichen. So, ich glaube, der ist hier irgendwo. Aber der wird bestimmt nicht funktionieren, weshalb wir da die Kletterausrüstung brauchen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, ich weiß jetzt nicht, wo wir hier sind. So, wir sollen jetzt irgendwie eine Aufzugluke suchen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir uns die Kameras sehen. Ja gut. Die Kamera hat mich jetzt doch noch irgendwo gesehen. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Kommen hier auf jeden Fall ein paar Leute. Ah, jetzt ist wenigstens das Licht an. Ne, hier geht's gar nicht weiter. Guck ich mal, wo es jetzt hier weitergeht. Beziehungsweise wo diese Aufzugluke ist. Ah, hier geht's weiter. Ah, wo diese Aufzugluke ist, das ist echt ein Rätsel. Können wir hier durch? Ah, hier haben wir sie gefunden. Also die ist echt ganz am Ende. Müsst ihr eigentlich nur am Ende langlaufen und dann findet ihr die Aufzugluke. Und jetzt weiß ich auch, wofür wir die Kletterausrüstung brauchen. Ja, auf jeden Fall ganz cool, dass wir hier die Aufzug oder den Fahrstuhl so einfach runterklettern. Könnt ihr euch immer mit X so einen kleinen Sprung oder Viereck für einen längeren Sprung könnt ihr auch machen. Dann dauert das auf jeden Fall nicht so lange, da den Aufzugsschacht runter zu klettern. So, jetzt sind wir hier auch ganz unten angekommen. Ja. Dann bin ich jetzt dann gespannt, wie wir zum Auto kommen.
Achso, wir sind jetzt hier, glaube ich, in der Tiefgarage. Und hier ist auch... Ah, ich glaube, wir sind jetzt unterm Schacht, wo das Podiumfahrzeug immer steht, im Casino. Wir sind auf jeden Fall etliche an Gegner. Ah, hier strömt irgendein Gas auf. Also hier müsst ihr jetzt die Gasmaske aufsetzen. So, jetzt sollen wir hier da hinten das die Sicherheitsmaßnahmen deaktivieren. Und hier stehen auch die ganzen Autos, die man so gewinnen kann. Wusste ich gar nicht, aber ist ja klar, dass irgendwo eine Garage sein muss. So, jetzt sollen wir hier irgendwie das System deaktivieren. Ihr müsst hier einfach auf die Glasdinger drauf zielen und irgendwie die Weichen ändern. Das macht die, glaube ich, mit Dreieck. Da wählt ihr halt dann die Weiche aus und dann könnt ihr die drehen. Sind wir hier hin? Ja. Also ihr müsst einfach nur diese Glasdinger zerstören. Und dann halt die Weichen drehen. So, ja. So, nur noch hier diese Weiche ändern. Also einen gibt es noch. So, perfekt. Damit haben wir das Sicherheitssystem auch deaktiviert. So, hier sind auch noch mal ein paar Gegner. Bei denen solltet ihr auf den Kopf zielen, die so ein bisschen gepanzert sind. Also jetzt sollen wir hier das Fahrzeug klauen. Hier stehen echt einige geile Fahrzeuge rum, muss ich ja mal sagen. Aber wir klauen hier den in Gold. Und jetzt sind wir einfach nur noch aus dem Casino raus. Sollte jetzt ja eigentlich keine so schwierige Aufgabe sein. Müssen erstmal die Türen aufgehen. Ja, natürlich ist die Tür noch verschlossen. Es war ja klar, dass wir hier nicht so einfach rauskommen. Oh. Habe ich gar nicht gesehen, dass da noch jemand drin ist. Und der läuft da irgendwie weg. So, dann können wir hier das Sicherheitsterminal irgendwie deaktivieren. Beziehungsweise, dass die Tür aufgeht. Gut. Ah, da ist die Zahl auch schon. So, jetzt sollten wir doch das Fahrzeug einfach mal sehen, ob jetzt die Tür aufgeht. Ja, da ist die Tür auch schon offen. Oh, hier sind ein paar Cops. Sehen, ob wir die einfach umfahren können. Ja. Also ich finde diesen, den Podiumraub besser als den ersten Raub, den ich gemacht habe. Der erste war das in der Maze Bank Arena. Der war jetzt nicht so cool. Das ist der hier irgendwie schon besser, finde ich. Ah, beide sind eigentlich in Ordnung. Also beide sind jetzt nicht so schwer. Ich fahre jetzt einfach mal hier in den U-Bahn-Tunnel rein, oder was das hier immer für ein Tunnel ist.
So, jetzt sollten eigentlich die Cops langsam verschwinden. Dann warte ich jetzt hier einfach mal, dass die Polizei verschwindet. So, dann müssen wir das Fahrzeug jetzt einfach nur noch zum Schrottplatz, zum Schrotthandel bringen. Ja, der Raubüberfall geht eigentlich auch relativ schnell. So, ich glaube 20, ja 15 Minuten, wenn man, ja, 15 bis 20 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, ob es viel schwieriger gewesen wäre, hätte ich nicht die Wachen sabotiert. Seine Vorbereitungsmission, weil die war optional. Die musste man nicht machen. Ob es dann ein bisschen schwieriger gewesen wäre, aber ich denke auch jetzt nicht so. Damit ist das Fahrzeug auch abgeliefert. Ja, Bonusbelohnung leider nichts. Also da müsst ihr echt alles hinkriegen. Ja, nicht mal sterben und so. Das werde ich mal beim nächsten Mal probieren. Ich denke, es gibt 3 oder 4 Arten von Überfällen. Und danach wiederholen die Überfälle sich. So, jetzt habe ich jetzt 2 Fahrzeuge. Ihr kriegt wieder 50.000. Und dann könnt ihr halt das Fahrzeug entweder verkaufen oder halt ausschlachten. Mal sehen, was ich damit machen werde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr damit machen würdet. Soll ich den lieber verkaufen oder ausschlachten? Und dann, ja, würde ich mich nochmal ein Like freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA 9 verpassen wollt, abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao, Leute!